Herzlich willkommen zurück zu Dynasty Warriors 5. Ja, Leute. Die Schuhstory ist abgeschlossen. Wir hatten im letzten Part die legendäre Schlacht auf Wuchang-Ebene gemacht. Zhuge Liang vs. Sima Yi. Zhuge Liang ist im Laufe der Schlacht an einer Krankheit gestorben. Letzten Endes konnten wir trotzdem mit Zhang Wei den Sieg erringen. Und jetzt fangen wir an mit der Wu-Story. Wir fangen erstmal an mit dem Musou-Modus wieder und spielen den neuen Charakter Ling Tong. Ling Tong zu spielen macht auch unheimlich viel Spaß, weil er der schnellste Charakter ist, den es jemals gegeben hat. Und er hat eine interessante Geschichte. Das Verhältnis zu Gan Ning, das Verhältnis zu seinem Vater, was halt immer eine Rolle spielt. Das wird ziemlich cool thematisiert. Deswegen schauen wir uns einfach seine Geschichte hier an. Der Sohn des Wu-Offiziers Ling Zhao ist sehr geschickt, obwohl sein Urteil manchmal nicht zutrifft. Er neigt zu Sarkasmus und Streichen. Also basically eine Kopie meinerseits. Okay, auf schwer natürlich. Los geht's. Wu, die Legende von Ling Tong. I'm Ling Tong, son of Ling Cao. Together we joined Wu and now serve our Lord Sun Se. I'm here to fight for the unification of the land. Ich bin Ling Tong, der Sohn von Ling Zhao. Wir haben uns den Wu angeschlossen und dienen jetzt unserem Meister Sun Tzu. Ich kämpfe für die Einigung des Landes. Chaos is part of the reason why I chose to fight. I figured it'd be better to have a world of peace than a world of chaos. And I also figured we'd be the best ones to make it happen. Das Chaos ist ein Grund für meinen Entschluss zu kämpfen. Eine Welt des Friedens erscheint mir besser als eine Welt des Chaos. Und ich glaube, wir können sie erschaffen. Our first battle is going to be recovering the Sun family's ancestral lands of Wu. We sure can't leave an important place like that all alone for others to take. All right, let's go. In unserer ersten Schlacht werden wir die Wu-Ländereien der Familie Sun zurückholen. Derart wichtige Orte können wir anderen nicht einfach so überlassen. Gut, gehen wir. Hey, Ling Tong. I'm going to go out and conquer the land for our people. It might take a while, but I hope you'll bear with me. Hey, Ling Tong. Ich werde das Land für unser Volk erobern. Es könnte ein wenig dauern, aber ich hoffe, du hast Geduld mit mir. First, we take Xiangdong and make the Wu territory ours. That is where my ancestors are from. There's no better place to begin our quest to unite the land. Zuerst nehmen wir Xiangdong ein und erobern den Wu-Distrikt, die Heimat meiner Vorfahren. Es gibt keinen besseren Ort, an dem die Vereinigung des Landes beginnen könnte. Their loyalties are divided. If we can capture their bases, they're sure to join us. All right, let's go. It's time to put an end to this chaos. Der Feind leidet unter dem Verlust der Loyalität. Wenn wir die Lage einnehmen, schließen sie sich uns an. Also los, gehen wir, machen wir diesen Chaos endlich ein Ende. Cool. Ja, 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 oh, direkt. Angriff auf das Wu-Territorium. Legendäre Schlacht auf jeden Fall. Gut, mit Ling Tong haben wir die Nunchakus. Einmal Holz-Nunchaku, Eisen-Nunchaku, auferstehender Phönix und Drachenzorn. Ganz ehrlich, der auferstehende Phönix sieht viel besser aus, aber ey, die Waffe ist leider besser. Deswegen nehmen wir die. Gewicht Mittel nur. Das ist komisch. Ich hätte lieber eine leichte Waffe, weil dann wäre er noch schneller. Noch schneller als ohnehin schon. Geht heute das mal. Ja, bei Wu-Offizieren nehme ich ganz gerne Sturmsattel. Feuer natürlich bei Ling Tong. Drachenamulett brauchen wir mit ihm nicht. Reichweite. Nicht schlecht, I guess. Was dann, die Frage, was nehmen wir dann? Finsing? Nein. Nein, nein. Wir wollen super schnell sein mit Ling Tong. Auch in der Bewegungsgeschwindigkeit. Ich behalte die Tempospruchrolle bei. Passt schon so. Also relativ basic unterwegs mit ihm. Nehmen wir den. Sun Chun. That's our man. Liu Yong muss bezwungen werden. Sun Tzu darf nicht sterben. Früher war es so, dass man alle drei Feldherren bezwingen musste. Die haben bei Hu, Wang Lang und Liu Yong. Die sie ehemals in Abwesenheit der Wu-Truppen die Ländereien seiner Vorfahren gesichert haben. Nämlich Xiangdong. Ne, wo Sun Xian ja auch herkommt, deswegen heißt er auch der Tier von Xiangdong. Generell ist er ein Geburtsort vieler Wu-Offiziere. Und ja, Jambai Hu, Wang Lang und Liu Yong, die haben sich gedacht, jo, mein now.
haben sich einfach die Ländereien an den Nagel gerissen und Sun Tzu will das jetzt in 0,nix wieder erobern. Das ist hier der Fahrplan. Sun Quan war super jung zu dem Zeitpunkt, aber er ist schon dabei, mit Moral 2 nur am Start, aber sein Leibwächter Zhou Tai ist ja da. Ja, Sun Tzu am Start mit Ling Tong und Cheng Pu. Mein Gegner Liu Yong, Tai Shi Si, Zhang Ying als Unteroffizier, Yu Mi, Chen Heng, Xu Li, Yan Baihu mit Yan Yu und Wang Lang mit Zhou Xin. Mission Briefing. Sun Tzus Armee will die Ländereien von Wu, die momentan unter Herrschaft von Liu Yong stehen, erobern. Das ist nicht ganz richtig. Unter Herrschaft von Liu Yong, Wang Lang und Yan Baihu stehen. Ursprünglich gehörten sie aber Wu. Und sie müssen an ihren rechtmäßigen Besitzer zurückgehen. Ja. Ja, da ist Liu Yong drin. Versuchen wir unser Bestes. Schlacht um das Wu-Gebiet. Wu-Territorium hieß das sonst immer. Naja, ist ja auch egal. We're ashore. Oh. This land isn't bad. This is not a bad start for my first step towards ruling the land. All right, let's go. Let's go. Procure the neutral bases. Oh, guck mal, wie schnell der ist. Ey, Ling Tong ist so geil. Oh mein Gott. 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 Und die Waffe ist ja nur mittel, ne? Ja. Oh. So fast. So fast. So furious. Der alte Ling Tong ist so geil. Besser als Sex. Eieiei. Ich liebe ja alle Ling Tong. Deswegen spiele ich auch mit dem. Eieiei. Neuer Charakter, neues Glück, ne? So von Ling Zhao. Ihr habt's gehört. Hat man so Vorahnung, Bauchgefühl. Und chilliger Dude, wie gesagt. Will einfach nur chillen. Frieden im Land haben. Und ja, Sarkasmus ist bei ihm an oberster Stelle. Genau wie bei mir. Also Ling Tong und ich sind so ein bisschen seelenverwandt. Gut. Sun Quan, den müssen wir im Auge behalten. Ne? Er rückt bald auf die Mianzhu-Feste vor. Hatten wir ja schon. In der Legende von Zhou Tai in Dice Wars 4. Ja, guck mal. Die Sturmangriffe von Ling Tong, also die Dreiecksangriffe, die sind ziemlich laggy teilweise. Also man ist besser bedient, wenn man einfach nur das hier macht. Alle komplett lagless. So gut. Ich will euch die Moves trotzdem alle zeigen. Das ist Mist. Hit me with everything you've got. Ja, zack, zack, zack. Jackie Chan tritt hier. Woo! Pew! Au! Dann muss ich den Michael Jackson auspacken, ne? Ja, hör! Oh, ein Goofy. Bam! Yo, some battles you lose! Das ist halt nur gut wegen AOE, ne? Möglichst wie die Gegner vom Leibe zu halten. Bam, ey, das sieht auch so geil aus. Voll hochgeschickt, ey. Und bam, 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 bam! Combo-Character, ey. Ich liebe es. Gut. Wer es mir nicht geglaubt hat, dass Jian Xi ein Pirat ist, da habt das. Schwarz auf Weiß. Piraten schließen sich uns an. Okay, Wang Lang. Das ist mein erstes Opfer hier. Mein erstes Opfer. Das ist auch ein guter Angriff. Oh, Ling Tong ist so geil. Sorry. Warum wurde er so bescheuert gemacht? Ich hasse es. Ey, Ling Tong war nur in diesem Spiel geil. Let's move. Heutzutage hasse ich Ling Tong von Spielweise und generell. Mann. Ah, der 1-0-5 Ling Tong ist so super. Aber in Warriors Orochi 1-2 war ja auch so. War ja auch schon Let's Play. Ey, das ist so geil. So Bock mit ihm zu spielen. Holy shit. Was ich noch nicht gezeigt habe, ist natürlich Ariel. Ist auch okay. Und das ist wieder so ein komischer Ariel. So eine Schockwelle, basically. Also Blade Beam. Aber ich werde hauptsächlich nur die normalen Kombos benutzen, sprich nur Quadrat. Was am besten ist. This is not a good sign. Tja. Oh mein Gott, seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Wo Sun Quan ist? Sun Quan, Quani Boy. Oh mein Gott. Fuck! Quani Boy. I'm on my way. Und ich gehöre nicht mal zu den Way-Truppen. Takedown Sun Quan. Tor ist zu. Leute, das Tor ist zu. Und wir spielen im Hard Mode. Das ist kein
Pussymoos, das ist hier wirklich der wahre Shit. Das ist der Hard Mode. Das heißt, es stirbt ruckzuck. Wir müssen ihn retten, um jeden Preis. Schicksal von Wu hängt von ihr ab. Ja, ach, jetzt mach auf! Hallo! Sesam öffne dich! Ach, hat Stein, Schalosch! Nein! Junge, ich hab doch den Torwächter besiegt. Na, geht doch. Das ist nicht mir ein Juka, es ist Moling. Moling heißt es hier. Okay. Ist okay. Reinforcements! Yo, let's go! High five! I'm on fire! Yo, let's go, let's fucking go, ey, Lickdog. Oh mein Gott, oh. Dieses Gameplay, es tut so gut, ich hab Gänsehaut. Das ist Dynasty Warriors. Dynasty Warriors 5, das ist Dynasty Warriors. Die Essenz von Dynasty Warriors macht so unglaublich viel Spaß. Oh mein Gott, Balsam für die Seele. Vor allem mit Lickdog zu spielen jetzt. Alrighty. Jotai, bist du spät. Spät dran. Aber Quan geht's ja gut. I thought that was the end. Thank you. Thank you. Ja, und mir dankst du nicht, oder was? Schwanzlutscher. Ach doch, er hat mir gedankt. Ich dachte wegen Jotai. Ups. 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 Hast du nicht gehört? Nur mit mir selbst geredet. Bam! Alter. Let's go. Hey, Joe Yu. Stimmt, der fehlte bisher noch. Sorry to keep you waiting. Hey, Joe Yu. Sorry, but I couldn't help starting without you. Hurry up already. This should be a lot more interesting now that you're here. No problem. Allow me to relieve you of some of this burden. Kept you waiting, huh? Enough snake with us. I won't lose a second time. I won't lose a second time. Na, läuft aber. Da oben haben wir natürlich noch Yan Maihu, den sollen wir besiegen. Yan Yu als Unteroffizier. Okay, und wer zieht sich da bitte zurück? Das ist Xu Li. Was eine Pussy. Enemy officer defeated. Enemy officer defeated. I'll prepare an attack from the fortress. Ach, Joe Yu will das einnehmen. Alright. Wie ist Yokwana Probleme? Ey. Ey. So nicht. War extra da. It's about time I faced a worthy opponent. Ja, worthy opponent. Weiß ich, wie du überhaupt noch reden kannst, du bist schon lange tot. I give up. Let me help you conquer the land. Hey, Dongxi. Give up. You should know who you're dealing with. Ja, Yan Maihu, ne und? Hat sich aber Angst vor dir? Hey, nee. Ich bin lieber das Pferd. Ich glaube, ein bisschen schneller. Wenn das Weiß immer so schön aussieht. Enemy officer defeated. Ey, so Quan jetzt aber bitte nicht strugglen, ne? Jetzt mal auf! Hallo! Hallo! Hallo there! Hallo! 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 Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! We'll attack soon, so wir hier im Warriors Orochi 4 oder was? Warum gehen die Tore nicht auf? Suchen wir halt ein anderes Tor. Ja, und jetzt geht's natürlich auf! My ass! Ey, Xu Li wurde einfach getötet. Not bad. Now, attack them! Ja. Klingt wie Marv eigentlich, ne? Smash. Synchro. Tja, jetzt wird's langsam Zeit mit Tashiki, ne? Tashiki das alte Haus. Taishi-si, Mann. Mein Kumpel hat damals immer Tashiki gesagt, deswegen. Good old memes von mir. Enemy officer defeated. Tashiki! Komm her! Komm raus aus deinem Loch! Anyone care to go for a quick run? Da ist er! Mit Aura oder ohne? Has our army finally come face to face with defeat? But we refuse to turn and run at the first sign of trouble.
come. Tai Shi Chi shall be the last thing in your way. Wo er recht hat, hat er recht, ne? Das ist das letzte Hindernis hier. Boah, mit Aura. Wie, the rest is up to you. Nur über meine Leiche. Bitch, please. Er ist weg, ne? Er ist echt weg. Tai Shi Chi wurde zu Anführer. Liu Yong ist aber weg. Da hinten ist er. Ja, ohne Scheiß. Wie? Ich bin der Feigling? Guck dir mal Liu Yong an. Du meinst ein Herr und Meister. Tai Shi Chi ist jetzt der Endboss. Yikes. Komm schon. Er wird aufgeräumt. Nee, 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 so nicht. No one's getting past me. I'll stink my life on it. Oh! Man, die hat das Förmchen weggenommen oder was ist los? Burn in hell. Komm, brenn. Not bad. So ist es. Alter, die Kombos, die Kombos. Ui. Und, yeah. Na, du auch? Naja, nicht. Nur Angriffswaff. Ja, ist ja noch die erste Schlacht, Leute. Machen die das noch nicht. I can't die here. Farewell. Ling Tong ist einfach so geil. Wow. So broken aber auch, ne? Schon sehr stark. Was eine Pose. Das war cool, oder? We've driven out Liu Yong and secured a land to call our own. And as a bonus, we obtained some capable officers as well. I have no complaints. Wir haben Liu Yong vertrieben und uns sein Land zu eigen gemacht. Und dazu noch ein paar gute Generäle erhalten. Wer will sich da beschweren? We'll use this territory of Wu in our quest towards unification of the land. Watch over me, Father. Before long, the Sun banner shall reach to the far corners of the continent. Von jetzt an treiben wir die Vereinigung des Landes vom Wu-Reich aus voran. Wache über mich, Vater. Bald wird der Banner der Sun in den entlegensten Winkel des Kontinents geschwenkt. Er hat sich auch für diese Eroberung, hier hat er sich jetzt den Namen Little Conqueror gemacht, kleiner Eroberer, für diese Eroberung hat er sich sogar Truppen von Yuan Shu geliehen, damit er das auf jeden Fall durchziehen kann. Das hätte ich vielleicht auch noch dazu sagen können. Oder Spiel, Spiel sagt er ja auch nichts. Ah, jetzt geht's hier schon weiter, ne? How can he just go and die after forcing his dreams on us like that? Da machen wir beim nächsten Mal weiter, Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könntest du dich gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!